Jetzt ist alles fertig, du bist zu sehen, ich bin zu sehen, der Chat ist zu sehen. Und ich habe auch gerade ganz kurz ein Video von den Menschen eingeblendet, um den es heute geht. Sag bitte den Namen nochmal. Ja, es geht heute um Claude François. Claude François, genau. Ich wusste nicht, wie du es richtig aussprichst. Claude François, ja, okay. Hm. Claude François. Ja. Und das war ein französischsprachiger und stämmiger auch Chansonnier. Ja. Komponist, Texter und ja, er kam eigentlich gebürtig aus Ägypten. Ja. Seine Familie war, ja, sein Vater war französischstämmig, aber seine Mama war auch italienischstämmig, mhm. Also er hat so mehrere Wurzeln. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, heute, was ich jetzt schon vorwegnehmen kann, ist sein Todestag. Habe ich schon gesagt. Der wievielte, Entschuldigung? Ja. Der wievielte? Nee, sein 45. Todestag heute, ja. Halt. Und ja, ich wollte heute eigentlich ein bisschen mit dir über ihn sprechen, ja. Da es mir wichtig ist, ja. In Frankreich ist er bis heute ungebrochen wie ein Gott verehrt. Und aber in Deutschland, anders wie Charles Aznavour, Mireille Mathieu und so, die man alle hier auch kennt, ist das mit Claude François überhaupt nicht so, obwohl er riesig was geleistet hat, ja, und ich wollte das so ein bisschen mal ins Bewusstsein rücken, dass er vielleicht hier auch mal ein bisschen in den Vordergrund vielleicht gerückt wird. Genau, also mich hat ja eigentlich ein bisschen also wir sind ja schon lange im Gespräch und dass heute der Stream ist, war fast eine lange Reise, wir haben ja schon lange Kontakt und was mich halt abgeholt hat bei dir war diese Intensität, mit der du dieses Thema vorangetrieben hast, also man merkt, es ist dir ein Herzensanliegen, dass ich, dass wir wissen, wer Claude François war. Warum? Ja. Er fasziniert mich. Ja. Ich muss wirklich sagen, ich habe ihn eigentlich auch gar nicht gekannt, bis 2015 nicht. Mhm. Ich mag unheimlich gerne Frankreich. Mhm. Ich war noch nie da, aber ich liebe Frankreich. Ich schaue vorrangig französische Filme, meistens französische Musik. Und so ist es auch passiert, dass ich französisches Internetradio gehört habe, wie so oft, 2015 jedenfalls. Und da waren so eine Nostalgie-Radio-Wellen da. Und da kam er in den 70er, also das waren so 60er, 70er, 80er. Jeder hatte seine eigene Station da und in den 70ern bin ich immer hängen geblieben. Und immer kam mir Claude François, der kam eigentlich in jedem zweiten Lied fast davor und ich dachte, wer ist das denn? Hm. Also ich kenne eigentlich alle, was ist da los? Also da muss ich das mal nachgoogeln. Und dann habe ich ein bisschen so nachgeforscht, am Anfang nur wenig und dann habe ich aber gesehen, was da passiert ist. Eines Tages 1978, da dachte ich, okay, den muss ich mir jetzt anschauen und der hat mich so fasziniert von seiner Art, wie er präsentiert, welche Ausstrahlung er hat. Mhm. Wirklich, also er hat mir auch äußerlich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Als Frau, ist ja muss ich sagen, korrekt, dass das jetzt wirklich der Typ wäre, wo ich sage, ja, sofort. Ballon, ja. Ja, genau, sofort. Ja. Du bist Fan, kann man sagen. Ja, also ich möchte eins dazu sagen, das konnte ich noch nie live sagen und ich habe es aber immer schon auch in der Jugendzeit gesagt, wenn ich jemanden mag, bin ich nicht direkt Fan. Ja. Ich befasse mich mit dem Menschen, wirklich eindringlich. Aber Fan zu sein, ist ja nichts Negatives, finde ich. Oder meinst du bist noch mehr als Fan, kann man das so sagen? Ja, nein, man könnte jetzt sagen, ich befasse mich mit dem Menschen dann erstmal, wenn mir was gefällt. Also wenn ich merke, da ist so ein Tick dahinter. Na, mit der Person, weil mit dem Menschen, den Menschen kennt man ja nicht, den kennt man ja eigentlich nicht. Und dann versuche ich so viel wie möglich Bücher und alles mich zu informieren, wie die Person so ungefähr war. Mhm. Und wenn ich dann merke, oh ja, damit komme ich hin, dann sage ich, okay, aber ich würde mich jetzt nicht wirklich, also ich verehre ihn, ich würde mich eher als Verehrerin vielleicht. Fan ist immer so. Ja, was ist der Unterschied? Man sagt, was ist der Unterschied zwischen Fan und Verehrerin? Fan ist zum Beispiel so, sagen wir mal, wo auch Fanclubs gegründet werden und wo dann zum Beispiel so alle da sitzen und sagen, hast du den da gesehen? Ach, ist der nicht süß? Ach, guck doch mal. Mhm. Und so, ne? Und so ein Verehrer, der ist eher stiller und sagt, beobachte diesen Menschen, informiere mich über den Menschen und wenn ich die Möglichkeit habe, spreche ich auch mit anderen Menschen über den Menschen. Ja, und das ist für mich eine große, mitunter eine Gratwanderung. Mhm. Es ist so ein Mischmasch, aber ich mache da immer Unterschiede für mich. Okay. Was unterscheidet ihn von anderen französischen Sängern für dich? Ja, also ich muss sagen,
Ich finde wirklich viele französische Sänger sehr, sehr gut, wirklich toll. Bei ihm ist es so eine Faszination, so eine Aura, so eine Ausstrahlung wie er, hatte niemand. Auch die Arbeitsmoral, die er an den Tag gelegt hat, unglaublich. Ich habe ja seine Biografie gelesen, auch im Vorfeld zu dieser Sendung jetzt hier nochmal alles durchgelesen. Und wirklich, es geht Tag ein, Tag aus, nur arbeiten, 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 arbeiten. Ja, es ist, und er ist sympathisch, er hat wirklich eine Ausstrahlung, er konnte auch sehr komisch manchmal werden, also wie jeder Mensch auch. Aber er hatte so eine Ausstrahlung, so ein liebes Herz, man hat es gemerkt, also ich merke das. Jemand anders vielleicht nicht. Und was er alles konnte, er konnte komponieren, texten, er hat produziert, Ja gut, das, ja, also das können, kann. das können ja andere auch, das machen sicherlich andere auch. Ja, aber Aber das mir ist kommt so nicht. vor, als ob er dich fast erobert hat. Weißt du, was ich meine? Also Ja, du, ja, also das hat er, ja. wie viel Umfang nimmt das denn in deinem Alltag ein, die Ja, Auseinandersetzung mit seinem Erbe, weil letztendlich der ist ja nun schon 45 Jahren tot. Ja. Ja, also wenn ich das sagen darf, er ist in meinem Geburtsjahr. Ich bin im Februar 78 geboren Oh, ich bin. Oh. und er ist 3 Wochen später verstorben dann, Ja, ne? habe Also, ich gelesen, ja. Wie alt war er da eigentlich? Er war da 39. 39. Warum? Autounfall oder wie ist das passiert? Nee, das ist passiert. Ja, er war sehr unter Stress. Er stand kurz vor einer internationalen Karriere, auch mit Amerika. Ja. Er war einen Tag vorher noch in Dessin in der Schweiz und hatte da 3 Tage eine Aufzeichnung für eine Sendung zu fabrizieren und ist dann noch trotz Schneesturm und glatten Straßen noch zum Flugplatz wieder zurück nach Paris, weil er am nächsten Tag eine Sendung eigentlich mit Michel Drucker hatte. Das ist ein ganz großer bis heute Fernsehmoderator in Frankreich. Und ja, hat es geschafft und er hat dann auch noch früh, hat sich dann wieder zurecht gemacht für die Sendung am nächsten, also am Nachmittag dann. Und das Ding war, dass Wochen zuvor schon die Elektroleitungen bei ihm in der Wohnung repariert hätten werden müssen. Ja. Da kam aber immer was dazwischen, die Termine waren irgendwie nicht richtig da bei denen und weiß ich was. Jedenfalls hat ihn im Bad ist er gewesen, er hat sich zurecht gemacht. Und er hat gesehen, dass die Wandlampe immer noch schief hing und hat aus einem Reflex heraus, weil er in Eile war und überhaupt, auch weil es schon immer gemacht eigentlich so hat er da rangefasst und in dem Moment gab es einen Kurzschluss direkt und er ist dran kleben geblieben und hat einen Elektroschlag bekommen, ne, und ist dann Ist ja verstorben. tragisch. Also Ja, ist ja. letztendlich aber ein guter Abgang, finde ich, für so einen Künstler. Ja, ich weiß nicht, er hat sogar noch einen Tag vorher. Wenn dich das interessiert, kann ich da jetzt gerne mal nachschauen. Ein Zitat sogar gebracht, noch mit einem Schweizer Journalisten, dass, wenn man jetzt so nachdenkt, dass das am nächsten Tag passiert, so was Ähnliches, wirklich einen ziemlich mitnimmt. Er sagte, wenn ich kurz zitieren darf, also Claude François, Zitat: Der Abschluss unserer Reise auf der Erde ist der Tod. Ich habe den Eindruck, dass ich auf der Erde recht angenehm kämpfe. Ich möchte sogar ewig leben. Das ist ja das Problem. Aber ich merke, dass das Unwiederbringliche der Tod ist, der mit großen Schritten kommt und ich muss zugeben, dass ich ihn schrecklich fürchte. Claude François, Zitat Ende. Das war also ein Tag davor, am 10. März in der Schweiz noch, weil er noch ein Interview geben musste und am nächsten Tag ist das halt passiert, ne? Das war eine Tragik, die. Was ich ja, also letztendlich aber, meine Liebe, jagst du doch eigentlich einem Phantom hinterher. Ich meine, der Mensch ist gestorben, als du geboren wurdest. Der war ja noch nicht mal auf der Welt, Ja. also der hat nicht mal mehr gelebt, als du auf die Welt kamst. Doch, also 3 Wochen Ja, schon noch. gut. Also so weit hat Ja, er es auch geschenkt. gebracht, 3 Wochen. ja. Aber Aber. was ist das, was dich da so in ihn reinwerfen lässt? Ist das eine Sehnsucht nach dem Gefühl, was er da besingt? Verstehst du, was ich meine? Ich bin ja auch Musiker. Ja, ich verstehe Ja? dich sehr gut. Und ich denke, du, wenn ich versuch's, meine Worte mal zu packen, ja. Er hat dich so berührt im Herzen, in der Seele, dass er mit seiner Stimme, seiner Musik dir irgendwo eine Heimat gegeben hat. Kann man das so sagen? Ja, Heimat. Gut, also ich möchte so sagen, generell
bin ich sowieso schon immer so gewesen, dass mir die heutigen Leute gar nichts geben, also von Ja. der Kunst her so richtig. Ich habe immer schon, auch als kleines Kind, da war ich 5, 6, immer schon die alten Schlager gehört und immer auch schon französische Musik gehört. Ich habe auch Hilda Knif gehört, die ja Ja, hier in geil. Deutschland Ja. sehr, sehr groß war. Ich Ja. habe sie verehrt und ich habe sie auch kennenlernen dürfen Mhm. tatsächlich, bin mit ihr privat auch in Verbindung gekommen. Es war, also, weißt du, die Künstler früher, die hatten das gewisse Etwas. Die wussten, was sie taten. Die konntest du aus dem FF jetzt hier, und die waren da. Und man konnte sich auf die verlassen, und die konnten das. Die haben das wirklich aus der Inbrunst heraus gemacht, dass heute einfach bloß hier eine Studiosängerin mal schnell Halligalli da singt und dann Millionen Platten natürlich verkauft. Gönn ich jedem, jedem. Aber versuch das mal live dann zu hören. Gut, es liegt immer am Missen, ja, aber das ist früher was ganz anderes gewesen. Und das Ist fasziniert das eine mich. Sehnsucht von dir nach dem Vergangenen? Klingt so ein bisschen. Auch, ich bin auch sehr nostalgisch Ja, gerne ja, veranlagt, ja. ja. Also, ja, besonders die 70er Jahre mag ich sehr, ja. Und ja, das hat bestimmt alles damit auch zu tun. Aber mir hat das gefallen. Ich liebe Frankreich, wie gesagt. Und ich habe es immer schon gehört quasi, aber ich kannte ihn überhaupt nicht, und er hat mich, ich weiß es selber Hattest nicht. du mir nicht gesagt, dass der irgendwie auch einen Hit hatte, den wir alle kennen, aber gar nicht wissen, dass der von dem ist? Ja, Welcher richtig, ist denn ja. das? Ja, das heißt im Original, also kommt habitüde, Aha. und bedeutet also zu Deutsch so wie gewöhnlich, ja, also bedeutet das. Und das hatte er ja eigentlich geschrieben im Vorfeld mal. Er war mal mit Franz Gall verliiert und hatte sich von der getrennt und hatte aber Liebeskummer und hatte da so einen Song gemacht, der dann schon so eine Vorrichtung war von Kommt Habitüd. Und er hat dann gesagt, okay, das wird ein Hit. Und Na, wie heißt der auf Deutsch denn? ja, also My Way, den kennt jeder, oder? Von Frank Sinatra. ja. Ja, Stimmt, ja, stimmt, stimmt. Das ist ja der ja. Punkt. Also das, wenn du Ja, das jetzt sagst, jetzt kommt's, jetzt fällt es mir ja, wie Schuppen von ja. Augen. Entschuldigung, bitte, weil ich Du wollte wolltest jetzt ein rauszögern, bisschen ja? genauer Du wolltest den aufklären. Moment jetzt richtig genießen. Ich habe das schon gemerkt. Es ist auch völlig okay. Also das ist ja der Punkt. My Way. Das Lied, was jeder kennt, in tausend verschiedensten Versionen, als Techno, als Pop, als Rock, wie auch immer, ist von ihm. Also, er hat den französischen Text Ja. geschrieben, er hat auch die ersten Noten alles Ja. geschrieben. Das wurde dann später ausgefeilt mit zwei anderen, einem Texter und einem Komponist, Ja. im Französischen. Ja. Und aber Paul Enke, das muss man ehrlich sagen, Paul Enke hat das Lied im Radio gehört, wo er in Paris Ja. war, und hat gesagt: Mann, ich suche einen Song für Frank Sinatra, Ja. weil der gerade auf Abschiedstournee gehen Ja. wollte. Und hat gesagt: Den Song will ich haben. Da ist er durch ganz Paris rumgereist, um die Rechte zu bekommen, und hat dann an diesem Tag, wo er die Rechte dann hatte, in 5 Stunden dann wohl den Text dazu geschrieben, den wir jetzt alle unter My Way kennen. Aber der Urheber tatsächlich, das ist Claude Also auch François. von der Melodie. Ja, die Melodie war schon von Claude Wow. François, also mit, zusammen mit Renaud und Thibault geschrieben. Und die haben dabei, ja, die sind die Urheber halt. Ne? Ja. Ich schaue gerade parallel mal ein bisschen nach. Das ist natürlich, das ist eine krasse Story, muss ich mal sagen, ja. Ja. Weil Und das weiß in Deutschland niemand, das ne? Das, nicht nur in Deutschland, würde ich sagen, in Amerika auch nicht, ja. ja. Also Elvis Presley hat es gewusst. Da gab es damals mal auf YouTube einen Mitschnitt von Elvis Presley, wo der das gesungen hat. Und der hat sogar noch gesagt, möchte übrigens sagen, ist von Claude Ja, François, ich würde ja? gerne mal was vorlesen. Also Wikipedia-Artikel My Way, ja. My Way ist die englischsprachige Coverversion eines französischen Chansons, die von zahlreichen Künstlern aufgenommen und in der Bearbeitung von Paul Anka gesungen von Frank Sinatra am bekanntesten wurde. Die französische Vorlage stammt von Claude François Jacques Reveu, Renault, wie auch immer, aus dem Jahr 67 und trägt den Titel. Kommt Sehr gut. habitüd. Okay, Ja, bitte das schön. muss ich mal sagen, das Ja. ist hier so ein bisschen auch der Aufhänger des Streams, weil jetzt verstehe ich dich auch ein bisschen. Du kannst es irgendwo als Verehrerin nicht ertragen, und das kann ich nachvollziehen, als Musiker, aktiver und auch absoluter Musikgenießer,
dass eigentlich die Leute wissen müssten, wer der Originalverfasser dieser Welthymne Ja. ja eigentlich ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das hat er Ja, verdient, ne? total, total. Und ich habe jetzt gerade in das Video auch reingeschaut. Ich meine, das ist natürlich eine Musikrichtung, da muss man sich drauf einlassen. Irgendwo auch. Ja, das ist nicht für Ja, genau, jeden das was, muss man auch ne? fühlen ein Das ist auch bisschen. klar. Aber die haben natürlich schon fette Hooklines, da sind geile Melodien dabei. Das ist ja auch so ein Lebensgefühl, was da transportiert wird. Ja, Ja, absolut, ne? genau. Ja, Ja, super. das ist Wahnsinn, es. Wahnsinn. Ja. Wie würdest du es einschätzen? Also gibt es noch andere Leute wie dich in Deutschland, die Verehrerin sind? Oder ist Claude François völlig raus? Ist der völlig aus dem Gedächtnis verschwunden? Also ich sag mal so, hier in Deutschland und Schweiz, Österreich kennt man, also europaweit so außerhalb Frankreichs kennt man ihn Meinst du gar wirklich? nicht Ja, weiter. wollte ich gerade sagen. Also ich glaube in Amerika. Es gibt bestimmt irgendwelche, die auch auf ihn gekommen sind, aber den Hype, den es damals schon in Frankreich gegeben hat, zu seinen Lebzeiten, das ist heute in Frankreich ungebrochen. Es gibt unzählige Fenster noch, die ständig alles tun und Shows werden für ihn Also der ist in gemacht. Frankreich ein Nationalheld. Der ist wie heute, wie ungebrochen, als wäre er niemals gegangen, ne? Also als wäre er niemals gestorben. Also Also ich kenne mich irgendwie. ja ein bisschen mit französischen Autoren aus und da gibt es eben auch eine Menge super Autoren, so gerade Jahrhundertwende, so Erster Weltkrieg-Generation, die Wahnsinnsbücher geschrieben haben, ja. Also auch Ja. noch früher, ich meine Rimbaud oder Baudelaire, das sind natürlich Ja. wahnsinnige Lyriker, ja. Und ich suche jetzt mal gerade parallel, ob ich auf YouTube Ja. eine Version von Claude François finde, von dieser Comme des Habitudes, wie auch immer es heißt. Ich kann kein Französisch, tut mir leid. Kommt Appetit, Ja, meinst genau. du? Ja. Ja. Also schreib Ich einfach bin schon dabei, ich bin schon dabei. CO. Ach so, bist Ja. schon dabei. Okay. Und Alles nee, wir klar. müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen hier was von ihm eingeblendet und habe da gleich nach einer Minute einen Copyright-Strike bekommen. Ja, klar. Echt? Du Ja, meine aber das Güte. kriegen wir hin. Und hier habe ich ein schönes altes Schwarz-Weiß-Video. Pass auf, du erzählst es mal weiter und ich lade das im Hintergrund runter und würde es dann vielleicht mal kurz einspielen. Ja. Pass auf. Höre ich das denn Nee, jetzt du hörst darüber? das Ja. nicht. Also du wirst das verzögert Achso, hören. ich höre Also es das nicht. ist jetzt nicht für dich, das ist nur für die Community, dass die Alles mal klar. hören. Ja. Ich würde dich mal bitten, erzähl mal ein bisschen was über deinen YouTube-Kanal. Ah, über meinen YouTube-Kanal. Ja, also ich bin auch künstlerisch tätig, habe einen YouTube-Kanal, der sich mit Filmrezensionen Ja. befasst. Den habe ich begonnen im Oktober 2021 und rezensiere da regelmäßig Filme, Serien, manchmal auch Theaterstücke, wenn irgendwas Interessantes ist. Also, ja. Und auch manchmal Filmquiz und mache ich und Filmsongs zum Beispiel auch, die dann copyrightmäßig funktionieren dann Ja, auch. ist ein Ding, ja. Ja, und das ist halt mein großes Anliegen. Ich wollte immer schon künstlerisch tätig sein, immer. Und ich habe gedacht, okay, jetzt mit, sagen wir mal, 45 muss ich jetzt mal durchstarten. Ich muss es jetzt mal probieren. Und Film hat mich immer Mich fasziniert. Und auch. da habe ich gedacht, okay, ja, wirklich auch die alten, kaum jemand kennt die Filme. Ja. Und da dachte ich, das muss, also es gibt ja viele Rezensenten, die das machen. Ja. Aber die stützen sich meistens immer nur auf die neuen Kinofilme und so. Ja, tue ich auch, meinetwegen. Aber eher so die älteren Filme, die eigentlich niemand kennt, dass mal auch da Bewegung reinkommt und man sagt, okay, kannte ich noch gar nicht. Ich würde es jetzt mal Interessant. probieren Ja. mit dem Video. Aber ich, nee, warte, ich muss erst mal. Oh, das wird ein bisschen. Oh, ich habe es runtergeladen. Also, du wirst es jetzt nicht hören, denke ich mir. Ja, aber ich versuche es einfach mal Ja. anzumachen. Ja, Also, mach mal. ich habe es absolut ausreichend. Also, es ist wirklich eins zu eins die Melodie und der Sound von My Way, muss man so sagen. War jetzt eine richtige Absolut. Uraltaufnahme mit Schwarz-Weiß, ja. Irre. Irre. Okay, finde ich super. Finde ich super. Ja. Und an dem Song hatte eigentlich außer er gar niemand geglaubt, also dass das ein Hit werden Ja. könnte. Es war mal ein Achtungserfolg. In Frankreich war es ein Ja. Achtungserfolg am Anfang. Und er hat aber dann immer gesagt, nein, das ist ein Hit, der wird zum Hit. Ich weiß das. Und hat den immer wieder versucht, in verschiedenen Sendungen immer anzusingen. Und irgendwann, dann aber eben durch Paul Anka tatsächlich, der in Paris war, und das hat dann wirklich mit Sinatra halt, und dann wurde man sich bewusst in Frankreich, ah, wir haben ja da einen Welthit geschafft, und dann kam das auch da ins Laufen, ne? Wahnsinn, finde ich super.
Also das ist wirklich eine wichtige Botschaft, die wir hier mitnehmen. Und ich werde mich auf jeden Fall mit ihm auch auseinandersetzen. Was gibt es noch zu ihm zu sagen, beziehungsweise was würdest du jetzt noch Leuten empfehlen oder sagen, die ihn halt noch gar nicht kennen? Mit welcher Platte sollen sie vielleicht anfangen? Wie auch immer. Ja, also am besten die größten Hits, so wo vielleicht eine ganze, also so eine 20er, wo 20 Lieder so drauf sind, besonders toll sind die aus den 70er Ja. Jahren, die Lieder, weil er das Chanson zum Beispiel auch wirklich erneuert hat. Also es war ja immer so, wie wir vorhin schon gesagt haben, Charles Aznavour und Gilbert Bécaud, die waren ja alle eher so schwer in der Musik, so, also dieses Ja. klassische Chanson. Und er hat gesagt, das will heute niemand mehr im Grunde hören. Es ist ja schön und gut, aber wir haben junge Leute und die sollen auch natürlich ein junges, frisches Chanson plötzlich mal bekommen, endlich. Und dafür hat er eingestanden und er hat dann quasi das Chanson revolutioniert, indem er Disco-Sound daraus gemacht hat. Ja, wirklich zum Beispiel Alexandrine möchte ich gerne nochmal ansprechen. Das war ein Song, der postum nach seinem Tod auch veröffentlicht wurde. Da wird zum Beispiel ganz deutlich klar auch, was er damit gemeint hat, das Chanson zu erneuern, Ja, also für die junge zeitnah zu machen, Generation. am Puls der Zeit, ja. Also wenn Ja? man jetzt mal anschaut auf Wikipedia-Artikel, der Junge hat ja wirklich eine Menge goldene Schallplatten auch bekommen. Ja. Ja, Also stimmt. gut, es ist natürlich eine französische Geschichte und Deutsche tun sich mit französischer Sprache eh immer ein bisschen schwer, finde ich. Die sind im Englischen Ja, näher. Ja. Aber ich finde das erstmal ein super Appell, dass wir uns auch mal mit solchen vergangenen Künstlern, wo es noch richtig um Musik ging, das kann ich ja bestätigen, ja, und die auch noch wirklich singen konnten und was ausdrücken wollten, dass man sich da mal zurückbesinnt und ja, auch mal wieder über den Tellerrand hinausschaut. Er hat übrigens auch auf Englisch natürlich gesungen, ja, weil er war sowieso oft in England. Da seine ganzen Musiken aufgenommen hat, weil da wohl das beste Studio war. Und da hat er natürlich auch viele, also die größten Hits von ihm dann auch auf Englisch dann gesungen. Die kamen dann auch so 77 heraus. Ja? Also da Sur nie end jetzt so far zum Beispiel, wenn du das mal eingeben willst, nachher mal irgendwann. Da, das ist sehr toll und ja. Okay. Also ich denke, mein Liebe, das Thema haben wir jetzt verstanden. Ich werde auf jeden Fall deinen Kanal im Titel sogar erwähnen. Ich würde es vielleicht so nennen: Zum Todestag von Claude François, dem Erfinder von My Way. Im Gespräch Ja, mit, das ja, oder? Kann man das so sagen? ja, wie du gerne Ja. möchtest. Aber Also, das. außer er steht im guten, die Hauptsache ist, dass er im guten Licht Das steht, ne? wird er ja hier. Okay. Gibt es noch was zu sagen, meine Liebe? Zum Thema. Eigentlich nicht, oder? Fragen? Fragen? Nein, Fragen gibt es keine. Nein. Ist halt auch ein exotisches Thema, muss ich sagen, ja. Ja, Also, ja. und ich finde es eigentlich, also mir war es wichtig, dass ich dir die Gelegenheit mal gebe, das überhaupt mal zu platzieren. Ja, vielen Ja. Dank dafür. Danke dir wirklich Damit sehr. man Ja. einfach auch merkt, dass du stehst ja da absolut dahinter und brennst ja dafür. Und das sind, wisst ihr, da geht es gar nicht ums Thema, sondern das sind einfach Leute, die mich abholen, die für eine Sache brennen. Das finde ich immer gut. Das finde ich immer gut. Okay. Ja. Ist schön, ist gut zu Ja. wissen. Freut mich jedenfalls sehr, dass ich die Gelegenheit hier hatte und bedanke mich nochmal ganz doll bei dir. Genau. Und ich werde jetzt noch ein bisschen Charles sag ich schon, Claude François. Wieso habe ich es Affen? Wieso? Ach, weil du das vorhin sagtest mit dem anderen. Ja, mit Aber Asnavour, ne? was sagst du denn Ja. zu, ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausspreche hier, Gainsbourg, Charles Gainsbourg, wie er heißt? Gainsbourg, Gainsbourg, ja? ja, also die Lieder sind mitunter gar nicht Ja, schlecht, ja, ja. ja. Er ist aber ein sehr eigener Kopf Ja. gewesen. Also der war ein bisschen, aber Anzüglich, sehr ich habe auch anzüglich nicht ganz. fand ich den immer. Ja, er war sehr ja, penetrant, kann Ja, man ja, schon ja, sagen. ja. Und Man würde heute sagen übergriffig. Also er war einfach ein bisschen too much. ja, also Ja. das war schon. Er hat ja auch mit Ich seiner habe manchmal. Tochter, mit der, wie heißt sie denn? Charlotte, die ja Schauspielerin ist, Ja. hat er ja ein Video gedreht, da war die 12 oder so. Da liegen die zusammen im Bett mit Ja. Oberkörper frei. Also wo du denkst, Ja, ich kenne ja, das. Ich habe das auch schon gesehen. furchtbar. Ja, Also so dass, pädophil also ich irgendwo. bin, Ja. ich, also ich akzeptiere die Musik, die er gemacht hat, und vieles ist gut, ja.
schon gewesen, aber menschlich, siehst du, das meine ich. Der holt mich zwar ab mit einigen seiner Ja. Songs, aber da würde ich mich nicht großartig. Ich muss auch sagen, ich finde ihn als Mann auch völlig unattraktiv. Also da kann ich verstehen, warum du Claude Ja, François also. bevorzugst, ja. Ja. Naja, das ist ja ein Unterschied zwischen Tag und Ja, Nacht, wenn man so will. genau. Gut. Und Ja, übrigens möchte ich auch damit sagen. könnte man es eigentlich stehen lassen. Du kannst jetzt gerne noch kurz was sagen zur Community, zu mir, zum Stream allgemein. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und was ich noch vielleicht, wenn wir jetzt über Club François natürlich gesprochen haben, möchte ich auch noch sagen, im Namen von Cooles Filmwelt, Ja. es gibt auch eine Verfilmung zu Claude François' Ja. Leben, der im Deutschen auch so heißt, Mein Leben, My My way. Way, Ein Leben für der Ja. Chanson. Gibt es auf Amazon im Ja, Prime-Angebot und okay. was ich was alles, überall eigentlich, ja. Und kann man sich gerne mal anschauen. Da kriegt man einen guten Rundumblick von seiner Kindheit an bis zum Schluss dann halt, ne, was passiert ist. Ja. Und das ist natürlich, da darf man jetzt natürlich nicht denken, oh, das ist jetzt eine riesengroße Biografieverfilmung, die jetzt riesen toll ist. Die ist eher so 70er-Style. Also die ist wirklich kunterbunt und so, aber bringt es gut rüber. Und der Hauptdarsteller, Jérémy Renier, der hat ihn wirklich toll verkörpert, muss man sagen, für die heutige Zeit, ja. Also, Und das würde ich jetzt als cooles Filmwelt-Tipp nochmal in den Raum stellen. genau. Ja? Also, dann habt ihr das noch als Filmtipp fürs Wochenende, für jetzt, für heute Abend. Meine Liebe, du bleibst noch kurz in der Leitung. Ich würde sagen, wir beenden jetzt den Stream Ja? hier. Ich bedanke mich bei dir für diesen ganz neuen Input. Ist auch, muss ich ja sagen, auf diesem Kanal hier auch mal was ganz Exotisches gewesen. Du weißt ja, was sonst für Themen Ja. da laufen. Aber fand das schon Ja, geil, es hat mich auch abgeholt, das muss auch mal sein und wir sind ja auch alle kulturell interessiert. Meine Lieben, du bleibst noch kurz in der Leitung und wir sehen uns morgen, Ja. meine Lieben, wieder 17 Uhr höchstwahrscheinlich mit Toni. Toni ist zu Besuch. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.